Und willkommen zum ersten Spiel Sir Monkly gegen Extreme im Best of B. Der Sir Monkly hier mit den Sowjets unterwegs, der Extreme mit den Alliierten. Und hier sehen wir den Sir Monkly in Rot, traditionell rote sowjetische. Oder das sowjetische Rote. Und Extreme rechts oben, wollte ich schon fast sagen. Ja, ist fast rechts oben mit den Alliierten unterwegs. Ich kann mir vorstellen, dass der echt fix unterwegs ist, der Extreme. Kaserne. Kraftwerk steht hier. Der Kollege Sir Monkly, der Kontrahent, schon mit nach Raff. Ja, meine Lieben, das sind so die ersten Spiele, die ich hier zeige. Und ich habe ja mein komplettes neues Setup hier drinne. Alarmstufe Pro 2 hatte ich noch alt eingebunden bei meinem alten HUD. Und da war die Soundeinstellung ganz anders. Ich musste heute viel noch, so die letzten zwei Stunden, ja noch, oder vier Stunden eigentlich, habe ich hier dran gesessen, um das alles noch so hinzubekommen, damit ihr wenigstens ein bisschen Übersicht habt. Ich musste die Grafikeinstellung auch noch anpassen. Guck mal, die Inversoren hier vom Extreme. Guck mal, viele Chaos. Verdammt, ich brauche ein Kuhgeräusch. Ah, Tom Dooley auch nochmal mit 1000 Tonnen Munition. Vielen Dank für deinen Support. Er haut da ja heute auch schon wieder einen rein. Ja, ich gelobe Besserung zum nächsten Alarmstufe-Rot-Stream. Dann haben wir das hier fast perfekt drauf. Ja, ist immer so, wenn wir was Neues einführen, dann brauchen wir immer so ein bisschen zur Eingewöhnung. Und deshalb Monkly, Waffenfabrik, Kaserne steht, weiteres Kraftwerk auch. Eine Gatling, meinem Empfinden nach zu weit am Rand. Kann auch sein, dass er hier dachte, da ist irgendwie nicht der Kartenrand. Geht's ins Karteninnere. Sollte man eigentlich immer nach vorne hinbauen. Ja, haben wir eine zweite Raffinerie. Ist eigentlich nicht nötig. Es sei denn, er hat gesehen, dass er zu weit weg ist. Baut lieber nochmal eine direkt neben den Gems. Und wir gehen mal an der Front. Hier sehen wir schon drei Einheiten hier. So, auf der Minimap. Die Minimap ist noch ein Ding, was ich lösen muss. Das ist mir für euch viel zu klein. Das werde ich wahrscheinlich ein Overlay machen und mit einer Lupe, damit ihr das hier deutlich größer seht. Das ist viel zu klein. Da muss ich mal ein bisschen basteln. Man kann nämlich auch mit einer Lupe arbeiten. So Fenster auf Fenster. Das kriegen wir hin. Gleich fertig. Aber nicht jetzt. So, ein Tesla Trooper haben wir. Ja, die starken Tesla Trooper aus dem ersten Teil werden hier beim zweiten Teil eher seltener benutzt. Wir machen so weit, wie wir heute können, Insta. Wir machen so weit, wie wir können. Wenn du sagst, du kannst heute nicht, dann gibst dein Spiel erst beim nächsten Mal. Dann können wir das zwischendurch dann nochmal austragen. Völlig Wumpe. Wir probieren uns ja heute. Ja, schon belagert. Da drei Einheiten, hier haben wir zwei. Viele GIs und die Rocketeers haben wir auch schon. Das ist schon mal ein klarer Vorteil. Wir haben noch eineinhalb Minuten knapp. Naja, eine Minute jetzt noch. Nach deren Cooldown. Das ist doof. Ja, also die CD-Timer, die werde ich hier unten nicht mehr einfügen. Das weiß ich schon. Ich werde hier oben da hart drüber legen. Mit einer schönen Vergrößerung hier. Dann ist der CD-Timer hier oben auch deutlich größer. Ja, wir gucken. Also ich habe Zeit heute. Wir können das ruhig zu Ende spielen. Und hier sehen wir schon vom Sir Monkly, der hat hier drei Öltürme eingenommen. Das ist ein Vorteil. Ich sag mal, wer shootet denn hier sowieso beklappter? Ist hier unten irgendwo, ne? Ey, wer ist denn das? Zähle nicht. Ey, hier. Der Zivi. Der macht das. Das ist Stau hier. Guckt euch das mal an. Ja, da muss einfach mit dem Panzer rüberledern. So viele Rocketeers. Und jetzt gucken wir mal in die Basis von Sir Monkly. Ah, ein paar Flak hat er. Es sind zwei, die reichen nicht aus gegen die Rocketeers. Wenn die von hinten kommen sollten. Der Cooldown ist um. Cooldown ist um. Let's fight.
Die dürfen angreifen. Mal sehen, ob sie angreifen. Extreme hält sich sehr bedeckt. Auch sehr weit hinten in der Base. Fährt jetzt aber mit seinem Grizzly nach vorne. Auf der linken Seite. Das ist Monkley. Der hat nicht viel. Das könnte ein frühes Aus bedeuten. Will mich aber noch nicht festlegen. Oh, eine schöne, fiese Drohne. Ja, die Drohnen sind fies. Die sind echt fies. Gerade wenn man sie auf die Sammler packt, kriegen die meisten Spieler gar nicht mit. Und wie kann man sie entfernen? Einmal aufs Rep-Feld fahren, aber die meisten kommen noch nicht mal zu dem Bau eines Rep-Feldes. Ganz anders gewichtet wie bei Alarmstufe Rot. Und jetzt der erste Angriff von Extreme hier. Eine Drohne ist schon unter einem Grizzly. Das versucht er ja nochmal ein paar Rhinos hier reinzubringen. Um den Flak. Oh, die Drohne, ja, die tut ihr Gutes. Ja, noch kommt er nicht durch. Ich denke mal, das wird er auch nicht mehr schaffen, die Drohnen. Sind sehr, sehr stark. Die Flaks geben auch nochmal so ein bisschen runter. Da sind nicht stark gegen Bodeneinheiten. Viel stärker gegen Lufteinheiten. Lass er raus. Hat sich behaupten. Achtung, durch die Mitte kommt noch Verstärkung. Die Mirage-Panzer. Drei Stück in der Anzahl. Schön beim Gebäude versteckt. In die Mitte perfekt, die einfach dahin zu packen. Nur, wer auch zack ist, weiß hier, Räume, nee. Ja, und sie greifen an. Die tun weh, die Mirage-Panzer. Ah, Spionage, Flugzeug oben unterwegs. Die Mirage-Panzer bleiben hier stehen. Da hat er kaum Chancen hier. Gegen die Sammler, mit dem Mirage-Panzer. Da versucht er mit den Rocketeers. Ja, der Sam Monkey macht das gut. Setzt das schon gut an. Weiß, was er setzen muss. Nein, der Mirage-Panzer. Der wird ihn ein bisschen triggern, aber endgültig gefährlich werden aktuell nicht. Und da hat die Drohne auch schon rechtzeitig kapiert. Da muss ich mal eben kurz hin. Mirage-Panzer jetzt Geschichte. Mal sehen, was da jetzt vom Konter von Extreme kommt. In welche Einheit er geht. Hat hier hinten nochmal einen Drop gelassen mit den Rekruten. Aber Extreme widersetzt sich dem. Jetzt muss er wieder neu bauen hier. Die Rhinos. Und vielleicht die Waffenfabrik ein bisschen reparieren. Geldtechnisch bloatet jetzt zu extrem. Das ist zu viel, aber beide, die müssen deutlich mehr produzieren. Bleiben auch nur bei einer Waffenfabrik aktuell. Ah, beim Extreme sehen wir hier schon drei Waffenfabriken. Bei Monkley aktuell nur eine. Und da kommt wieder Verstärkung. Zu wenige. Der muss hier mit mehr Masse kommen. Bei den beiden wird er nichts schaffen. Wird der Monkey stabiler bleiben. Da war dann so fleißig die Rhinos produziert. Oh, Vater. Ich weiß nicht, warum er nicht die zweite Waffenfabrik baut. Kein Baubonus. Da sehen wir zwei Festungen werden auch besetzt hier mit GIs. Ah, ich nehme das zurück. Die GIs gehen beiseite. Ich weiß jetzt nicht, was hat er direkt reingesetzt. Oh, Sniper da reingepackt. Ein paar GIs nach vorne. Mirage-Panzer. Weiß nicht, ob er die hier vorne hingepackt. Ja, einer, guck mal, wieder mit der Drohne voll. Ja, die floaten zu viel. Da muss mehr kommen. Er geht ja auf komplett auf Festungen hier. Nebenbei noch ein paar Grizzlies. Und hier sehen wir wieder die starken belagerten Gebäude, wie effektiv die sind. Oh, Belagerungsheli. Gleich zwei Stück. Ja, da können nicht viele mit umgehen. Mal sehen, ob er den, ob er mit denen gut umgeht. Muss er schon im rechtzeitigen Moment absetzen. Oh, ein dritter. Aber die sind doch teuer. Ja, aber runter mit den Kohlen. Ja, genug.
Ah, warum waren die Festungen oben? Keine Ahnung. Oh, da war ein Drop, deswegen ist er reingefahren. Da war nochmal ein Drop von der Monkey rechts oben. Mit Rekruten. Da kommt nochmal ein neuer Drop hier mit Rekruten. Er hat zwei Drops, einmal das Radar, einmal durchs... das Flugfeld. Er hat mit Rockets besetzt, okay, mit Rockets. Aber ein Sniper hat er, glaube ich, dazwischen, ne? Haben die überhaupt Sniper? Ja, ne? Er traut sich nicht. Dadurch, dass er halt so lange wartet, bekommt der Sir Monkey nämlich noch ordentliche Stärke. Er hat genug Geld. Atomkraftwerk. Oh, schöne, schöne V2. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ob er mit den Belagerungshelis hier richtig agiert. Da oben bringen sie nicht viel. Die sollten auf den Boden. V3, sorry. Ja, da gepennt. Leider, leider. Da sind sie raus. Also hier ruckelt's nicht. Das ist gut. Er hat doch nur eine Drohne, ne? Mit der einen Drohne. Weiß ich, kann eine Drohne befördert werden? Ich glaube nicht, ne? Das wäre echt straight. Weil, ich glaube, das ist eigentlich dieselbe Drohne gewesen die ganze Zeit. Und jetzt kommt der Angriff. Der große Angriff von Xtreme. Ich glaube nicht, dass er das packt. Oder ich nehme das zurück. Ah, doch. Die Festung wird übel. Oh, voll beladen mit den Rockets. Die Tester wäre jetzt ehrlich Primary Target gewesen. Macht er jetzt erst zu spät. Oh, gerade gegen die Fahrzeuge. Guckt euch das mal an. Gegen die Rhinos. Die Käse geht durch. Ja, das kostet Energie. Einfach nochmal einen Drop hier an Rekruten. Verstreut jetzt die Festung so ein bisschen. Mal sehen, ob noch Verstärkung noch vom Xtreme kommt. Nee, er hat die Grizzlies nochmal nachschicken sollen. Genug hat er. Das ist raus. Viel zu spät. Hat aber die Chance jetzt mit den Grizzlies gleich auch nochmal von unten angreifen. Das war eine Tesla. Oh, Apokalypse-Panzer. Ein Mirage dazwischen hat sich da verirrt. Sir Monkey weiß Bescheid. Dass er von oben wieder kommt. Haut sich auch nicht von hier, ne? Ja, da hat er auch ein paar Rhinos stehen. Ist da dann an der Front? Belagerungspanzer. Warum stellt er sie nicht ab? Du kriegst aber auch nicht mit, dass da was passiert. Und hier oben, Kollege Xtreme. Probiert's nochmal. Mal sehen, ob Sir Monkey das diesmal hinbekommt. Ihn früher rauszunehmen. Die Apo-Panzer sind gut. Sind aber langsam. Grizzlies sind schneller. Und ja, hier ist die Luftverteidigung jetzt am Kommen. Heißt, der Belagerungspanzer ist jetzt auch raus. Der Mirage-Panzer und ein paar Grizzlies haben wir noch übrig. Ja, Bau getroffen. Dürfte jetzt der Entscheid sein. Zumindest wenn es darum geht, zu expandieren. Eine Rep-Station hat er zwar da oben, aber ob er so schnell dazu kommt, nochmal Bau aufzubauen. Zweifel ich. Ah, zieht sich wieder zurück mit den Grizzlies. Vereinzelte. Oh, Rocket kommt dann nochmal nach. Bunkert sich ein. Jetzt wird er jetzt hier oben die Türme rausnehmen. Ja, genau. Erstmal auf die Finanzen. Moin, Skinny.
Und General Liebe ist auch mal wieder am Stream. Moin, mein Lieber. Willkommen zurück mal im Stream. Lange nicht mehr gelesen. Und die Harriers. Nimm hier die Waffenfabrik erstmal schön raus hier. Aber das Sahnetüpfelchen, das haben die Grizzlies hier getan. Ja, sollte fast erledigt sein. Er hat jetzt nur noch die Kaserne. Er hat zwar hier ein bisschen zu tun, der Extreme, immer die Drops, entweder die Heelys, sind jetzt aber Geschichte. Das ist keine Waffenfabrik mehr, jetzt kommen nochmal die Harriers. Und da sehen wir auch ein paar Prisma-Panzer. Die lassen echt lange auf sich warten in den letzten Games. Die beiden haben aber deutlich mehr Zeit hier schon um. Das hätte früher kommen können. Interessant. Interessant, dass Extreme mit dieser langen Wartetaktik, der hat ja wirklich sehr lange gewartet, hier noch vorangekommen ist. Ich habe gedacht, dass Sir Monkey deutlich früher angreift. Gleich auf den Sammler rauf. Ah, wieder ein Drop. Jawohl, er versucht es doch mal. Und hier vorne der Angriff, vorne Extreme. Hat er irgendwo Bow gelassen? Nee, hat er nicht. Habe ich mich gerade gewundert. Ich habe hier vorne nicht gesehen, hier die zweite Kaserne. Hat er zwei Kasernen gehabt, das dürfte jetzt die Entscheidung sein. Auch gerade durchs Backup hier, durch die Prisma-Panzer. Versucht es noch mal mit Tesla-Troopern. Aber no way. Das war's. Nein, theoretisch wäre jetzt das GG schon angemessen. Er probiert hier halt noch mit den Rekruten hinten irgendwas zu reißen. Er hat's aber auch richtig gemacht, gleich eine Mauer rumgesetzt hier, der Extreme. Standard im Multiplayer mal noch eine Mauer rumzuziehen. Warum? Das habe ich selbst mal erlebt, vor 20 Jahren. Wenn nicht sogar noch länger. Dass im Multiplayer einfach mit einem Heli jemand gelandet ist und mit einem Ingenieur mal eben ja, eingenommen hat und gleich verkauft hat. Und dann war das Spiel natürlich erledigt. Spieler wurde besiegt. Das erste Spiel ist rum. Gehen wir mal rüber zu den beiden.